Es gibt auf dieser Welt Menschen, die haben schon viel gesehen. Diese drei Männer, die drei von 144, die haben alles gesehen. Stress, Gefahren, Leid, aber auch Freude, Blut und Tränen. Das macht ihren Beruf aus. Notfallsanitäter bei der Wiener Rettung werden, das wollte eigentlich keiner von ihnen. Aber sie sind es geworden. Und sie sind es geblieben. Georg, der war früher Mechaniker. Mittlerweile zählt er zu den besten Sanitätern. Er will übrigens unbedingt zu den Hubschraubern und hört auf Schratti. Ernst, der nur deswegen nicht Arzt geworden ist, weil ihm Weiß überhaupt nicht steht, war Rauchfangkehrer aus Leidenschaft. Ja, und Andi, der Fahrer, der war Kutscher. Kutscher? Kutscher kann auch jeder werden. Fiaker. Und er ist es geblieben. Ja, zentrale 6, Höhe Weißkirchen am Ende Richtung BO. Ja, Schiedelhirn Trauma 1. Ja, im Prinzip ist das, haben wir jetzt eine Einsatzalarmierung bekommen, dass am Zentralfriedhof offensichtlich jemand gestürzt ist. Im Prinzip kann uns dort eigentlich alles erwarten, weil die Leute natürlich, wenn sie einen Notruf absetzen, extrem aufgeregt sind, total von der Rolle sind, ist ja logisch, sehr viele Emotionen dahinter stecken und viele Leute, die zwar 144 wählen, uns tolle Informationen geben, aber natürlich oft ganz andere Dinge sehen, als wir dann vor Ort wirklich sehen. Also es kann schon sehr variieren von der Notfallmeldung und der wirklichen Notfalldiagnose dann vor Ort. Man könnte viele Beispiele für unsinnige Dinge im Leben nennen, aber keines ist treffender als die Errichtung einer Friedhofsmauer. Denn die, die drinnen sind, können sowieso nicht hinaus. Und die, die draußen sind, wollen nicht hinein. Der 78-jährige Mann ist über ein Grab gestolpert und hat sich den Kopf blutig geschlagen. Da er Bluter ist und unter Schock stand, entschloss sich der Friedhofswächter, die Rettung zu alarmieren. Ein Routineeinsatz der Sanitäter von Zentrale 6. Alles voll im Griff. Normalerweise lassen wir bei dem Vorgang 2 bis 3 Patienten pro Tag fallen, aber sie sind schon der 6. Das ist statistisch, haben gesagt, gute Chance, dass die da öffnen. Servus, Zentrale 6. Durch mit für einen 78-jährigen Mann ein unfallchirurgisches Bett benötigen. Mit einer Augen als Konsular, bitte. Ich stehe beim dritten Tor. AKA Farmer, super, passt. Die Leitstelle dirigiert das Rettungsteam übrigens zur nächstmöglichen Notfallsambulanz. Mit der für den Patienten bestmöglichen Behandlung. Ein einzigartiges und von der ganzen Welt bewundertes System. Die Spitäler sind nämlich in jedem Fall verpflichtet, von der Rettung zugewiesene Notfälle aufzunehmen und nicht an andere Notaufnahmen zu verweisen. Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Schrattenbacher von der Wiener Rettung. Verzeihung, dass ich Sie störe, gleich vorweg, Frau Krall. Machen Sie sich jetzt ja keine Sorgen, ich weiß, Sie schrecken Sie, gell, weil ich da rede mit Ihnen. Der Gatte ist gestürzt und hat eine Kopfverletzung, aber es geht ihm sehr gut. Er ist bei vollem Bewusstsein, er hat nur ein bisschen eine blutende Kopfwunde, okay? Hallo, ich bin bei unserem Grob. Bin ich gestolpert, ich bin ins Rennen gekommen. Weißt du, wie das ist? So wirst du, Markus, rennst. Und bin ich gefallen, genau auf die Platte. Hier Kapel, gell? Rucksack ist da. Herzl, tun wir so rein und tun wir drinnen ein bisschen absetzen, gell?
einer weiten Luftkarte. So. Auf Nummer 20. Alles Gute. Auf die Höhe. Wiederschauen, gell? Ehrlich, Bruder? In der Ordnung. Der 33 Grad. Geil, Herr Kral, gell? Also, nach seinem Einsatz über den Blut fließt, beim blutigen Patienten ist es halt Standard, dass man diese Schutzüberzüge wechselt und eine kurze Desinfektion macht auf der Trage. Danach melden sich die drei von 144 wieder einsatzbereit. Und wenn es keinen Nachfolgeauftrag gibt, geht's zurück in die Zentrale. Ich will gesund sterben, Kollege. Ungefähr dreimal im Jahr versucht sich Ernst im Diät halten und vergeht sich ausschließlich an Bananen und Leitungswasser. Und rein, du kriegst wieder eine Fressattacke. Ja. Der Mittelstandardbruder stellt muss hinter dir zusperren, wegen rechnungsgeschlossen. Du wirst dich umbringen mit dem Ernstl, ne? Du bist ja sowas gar nicht gewohnt, das ist ja Obst. Liebevoll wird er dabei von seinen Kollegen unterstützt. Was bei den Tropfen hätten wir da, wenn das schlecht wird oder was? Grüß Gott, Herr Leiter 1. Grüß Gott, Herr Leiter Spiroch. Schattenberg, was gibt's? Ich hätte eine Frage, Herr Spiroch, und zwar wollte ich mich nur mal melden, weil letztes Jahr habe ich eh schon gefragt wegen Hubschrauber, wie es dieses Jahr ja, brauchen wir gar nicht weiterreden. Das hat sich nichts geändert. Ich brauche euch auf der Straße und nicht in der Luft. Flugrettungssanitäter will er werden, da hätte er zweimal im Monat Dienst am Hubschrauber. Für Georg der Traumjob. Danke, bitte. Habe ich nicht recht? Und das ist aber schon lange um. Naja, sagt er, der nimmt ihn wieder nicht. Er muss ihn früher oder später nehmen. Er hat die Grundschule, ja. Er hat die Qualifikation, er hat keine Ahnung. Du kennst den Spieroch. Herr Spieroch ist, wie der Name schon sagt, der Herr im Haus. Er ist der Hauptinspektionssanitäter. Er liebt seine Burm und hasst Hubschrauber. Ja, 2 Jahre lang alles gegeben, trainiert, gelernt. Jetzt geht's wieder nicht, weil dienstmäßig sich das halt alles nicht ausgeht. Ziemlich gefrustet, jetzt sag ich mich. Es geht weiter. Aha. Surprise. Mexiko-Platz. Na passt eh. Was haben wir dort am Mexiko-Platz? Überfallen, vergewaltigt. Gewaltverbrechen? Ja. Wir kriegen da als Information, dass wir zu einem männlichen Patienten fahren, der ca. 30 Jahre alt ist, der Opfer eines Überfalls oder einer Vergewaltigung wird. Das ist gleichgestellt vom Notruf, Abfrage, Protokoll. Also was jetzt wirklich ist, werden wir erst dort sehen. Ich sage jetzt einmal so ein Bauchgefühl heraus, männlich 30 Jahre alt wird eher ein Überfall sein als eine Vergewaltigung. In dem Wirtshaus hat sich ein Mann im Klo eingeschlossen und schreit. Okay. Der Mann ist überfallen worden. Mit Tränengasspray bzw. Pfefferspray wurde ihm in die Augen gesprüht. Wir werden das jetzt versuchen ein bisschen auszuwaschen, damit ihm auf die Augenklinik fahren. Okay, und jetzt gehen wir zum Auto. So, nicht so laufen, da kommt ja keiner nach, ich bin von der Rettung, nicht vom Wien-Marathon. So. Wie es zu dem Überfall kam, lässt sich beim Zustand des Mannes vor Ort nicht klären. Da ist sicher die Versorgung der Augen wichtiger. Glücklicherweise hinterlässt Pfefferspray keine bleibenden Schäden. Aber solche Schmerzen bringen jeden gestandenen Mann zum Weinen. In 20, 30 Minuten ist es vorbei, okay? Nein, Ihnen geht's gut, okay? Andi! Jo! Gib alles beim Fahren! Hören Sie schon, das sind wir! In Sachen Gewaltverbrechen ist Wien eigentlich eine Insel der Seligen. Wien hat andere Qualitäten. Einen auffallend fruchtbaren Boden für die Psychiatrie beispielsweise. Man sagt, ein Sigmund Freud wäre woanders gar nicht möglich gewesen. Nehmen Sie Ihr Telefon, stecken wir es da ein. Bitte.
diese Schmerzschreie dieses Patienten, die waren wirklich verständlich. Das tut weh und es hilft auch wirklich nicht diese Augenspülung, aber das vergeht mit der Zeit. Also das wird von Minute zu Minute wird das besser. So, wird gleich besser. Ich verspreche es Ihnen. Aufmachen. So, und so machen. Da spielt es ein bisschen und da oben spielt es ein bisschen, dass er mich wahrscheinlich ein bisschen angespritzt hat und das brennt halt leichter. Aber natürlich viel leichter, weil es schon deutlich verdünnt ist als der Patient. Aber ein bisschen spüren wir schon. Du nicht, weil... Ich habe auch euer Geld zahlt. Er sitzt im Leo, er ist links vorn. Ja, das Hirn sitzt links vorn. Stimmt so nicht. Stimmt so überhaupt nicht. Es, nein. Na aus. Na ich. Mir fehlen die Worte. Nur weiter. Es gibt übrigens doppelt so viele Selbstmorde wie Tote bei Autounfällen. Eigenartige Statistik, nicht? Was sagt sowas schon aus? Wir sollten wahrscheinlich mehr Auto fahren. Aber Tote gibt es genug. Im Schnitt sterben in Wien 36 Menschen pro Tag. Einmal sind nur 8 gestorben. Weniger nie. Ja, wir haben jetzt einen dringenden Einsatz bekommen. Im 11. Bezirk liegt ein bewusstloser Radfahrer. So von der Notfallalarmierung würde ich jetzt einmal sagen, das riecht nach Arbeit. Das mache ich eigentlich immer eines, dass wenn es wirklich um offensichtlich schwer verletzte oder schwer kranke Leute gibt und wie das schon im Vorfeld als Information mitging, dann ziehe ich mir immer zwei Paar Handschuhe übereinander an. Habe ich so gelernt bekommen von den alten Sanitätern, wie ich angefangen habe in dem Beruf, weil es den Vorteil hat, wenn die obersten Handschuhe blutig sind, brauche ich die nur einmal ausziehen und habe sofort wieder saubere Handschuhe. Und jetzt fahren wir aktuell mit knapp 130 Stundenkilometer zu einem Notfallort. Das ist jetzt eigentlich eine Einsatzfahrt vom Lenken her, die absolut am Limit ist. Also der Einsatzlenker geht in den Grenzbereich des Fahrzeugs. Natürlich wissentlich hat das sicher auch unter Kontrolle, vertraue ich ihm hundertprozentig. Weil er einfach genauso gut weiß, da geht es offensichtlich jetzt wirklich um ein Leben. Ernstl, was? Wann bist du? Na, wie du willst. Ja, oder der Andi sichert gescheit ab. Was? Dann macht der Andi die Absicherung halt, ne? Wenn wir da deppert stehen oder was. Ja, wir bleiben verstanden. Wenn wir schlecht stehen. Ja, machen wir schon. Ist doch deins, aber wo fahren wir da hin? Was macht der mit den Rauten um die Zeit? Der 30-jährige Radfahrer hat sich den wohl einsamsten Platz in ganz Wien ausgesucht, um mitten in der Nacht einen Salto Mortale in den Straßengraben zu machen. Mit Erfolg, aber nicht ohne Folgen. Eine Funkstreife hat den bewusstlosen...